Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch teilen, was ich mache, wenn ich nicht so viel Energie habe. Ja. Es gibt eine Sache, die ich mache, um Energie zu bekommen. Ja. Wenn ich jetzt faul sein möchte oder ich denke mir so, oh, hat das alles einen Sinn, was ich hier mache, dann stelle ich mir vor und ich versuche mir so gut wie möglich das vorzustellen. Ja? Ich stelle mir vor, wie ich mich in 5 Jahren sehe. Ja? Und dann in 2 Jahren und dann in 1 Jahr und dann in 6 Monaten. Also ich versuche erst ganz langfristig zu denken und dann immer kurzfristiger. Und ich versuche mir wirklich das vorzustellen, wie das ist. Ja? Ich versuche mir vorzustellen, wie ich in der Zukunft sein möchte. Ich stelle mir vor, wie Authentic German Learning in der Zukunft aussehen soll. Und das gibt mir schon mal sehr viel Energie, weil ich dann diese Vision vor Augen habe. Ja? Ich habe eine Vision vor Augen. Und dann frage ich mich, ich frage mich erst, wie soll es in 5 Jahren sein? Was ist mein Plan, was ich in diesen 5 Jahren mache? Ne? Dann, was ist mein Plan, was ich in den nächsten 2 Jahren mache? Und so weiter. Und dann frage ich mich, was ist mein Plan für diesen Monat? Dann frage ich mich, wie ist mein Plan für diese Woche? Dann, wie ist der Plan für heute? Ja. Also ich versuche erst ganz langfristig zu denken und mir das vorzustellen, das wirklich zu leben. Und dann überlege ich mir, was kann ich jetzt tun, um dieses langfristige Ziel zu erreichen. Und dann bekomme ich richtig viel Energie, weil ich dann weiß, wofür ich das mache. Ja, weil manche Aufgaben, die ich so machen muss, wie zum Beispiel Untertitel schreiben, das macht nicht so viel Spaß. Aber ich weiß, dass wenn ich das mache, dann hilft das ganz vielen Leuten. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, wie Authentic German Learning in der Zukunft aussehen soll, dann sehe ich vielmehr den Sinn dahinter. Ja, dann denke ich mir, meine Arbeit, also dieser Teil der Arbeit ist vielleicht ein bisschen langweilig oder schwierig, aber es hat alles einen guten Zweck. Ja? Und die meisten Sachen, die ich für Authentic German Learning mache, machen mir auch Spaß. Aber egal, welche Arbeit man macht, es gibt immer bestimmte Aufgaben, die man nicht machen möchte. Und dann denke ich, es ist sehr hilfreich, wenn man diese langfristige Vision vor Augen hat. Ja? Denn wenn man sich ablenkt, dann ist es eigentlich immer kurzfristig. Ja? Und mit einer langfristigen Vision, wenn wir uns das wirklich vorstellen, dann bekommen wir viel mehr Energie. Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Wenn du möchtest, kannst du es ja auch mal ausprobieren, wie das ist, wenn du dich wirklich 5 Minuten lang direkt darauf konzentrierst, wie du dich in der Zukunft siehst und deine Situation in der Zukunft. Und ich bin gespannt, was du so herausbekommst. Ja, ich bin gespannt, ob dir das hilft oder nicht. Ich hoffe, dass es dir geholfen hat. Das war ein Insekt, ja, gerade das mir vor die Nase geflogen ist. Ein Insekt, eine Fliege, glaube ich. Ich hoffe, es war inspirierend. Ich hoffe, es war hilfreich. Probier es aus. Ich bin gespannt, wie es dir geht. Und wie immer, bis morgen. Tschüss.